Servus und hallo, hier die Anja von Die Frau am Grill. Ich habe wieder was Leckeres, Raffiniertes für euch. Es gibt knusprige Käseknödel, nicht nur eine Beilage, sondern auch als Hauptgericht geeignet. Viel Spaß bei diesem Video. Ich habe sogar ein feines Sößchen für euch. Es wird eine Spinatsoße dazu geben. Ja, ganz flott und einfach gelingt die. Muss man ganz wenig machen. Und jetzt werfen wir einen Blick auf die Zutaten für die Hauptdarsteller, den knusprigen Käseknödeln. Was haben wir denn hier? Kameramann, erstmal hier den Blick auf den Knödelteig lenken. Da nehme ich den aus meiner Geburtsstadt, aus Neumarkt in der Oberpfalz, den Knödelteig von Burgis. Des Weiteren benötigt ihr für die Füllung etwas Gouda. Parmesan gibt es noch, damit wird paniert, genauso wie mit Semmelbröseln und Mehl. Salz und Pfeffer braucht man noch und Muskatnuss später noch für die Soße, für die Spinatsoße und Oregano für den Knödelteig, weil den werde ich nämlich jetzt ein bisschen würzen. Dazu geben wir ihn in eine Schüssel hinein, den schneide ich jetzt erstmal auf. So, es ist ein so einfaches Gericht, das wirklich was hermacht. Ich würze den Teig oder gebe da ein bisschen Oregano hinein. Ihr könnt auch andere Kräuter verwenden und außerdem noch etwas Salz und Pfeffer. Ehering weg und ordentlich verkneten. So, gut, dann werden wir die Käsefüllung vorbereiten. Und dazu schneide ich den Gouda. Ihr könnt auch Emmentaler verwenden oder andere Käsesorten, auch Weichkäse wie Camembert, Gorgonzola könnte ich mir da vorstellen als Füllung. Und den schneiden wir jetzt einfach so in 1,5 cm dicke Würfel oder 1 cm, 1 bis 1,5 cm dicke Würfel. Schaut her, so. Gell? Dann haben wir das schon vorbereitet. Die Panade wird was ganz was Feines. Dazu mische ich nämlich Semmelbrösel mit geriebenem Parmesan und bereite mir noch verquirltes Ei vor. So einfach geht's. Ups. Oh Gott. Ja, da bin ich gleich übermütig im neuen Jahr. So, jetzt. Und schön verquirlen. Und jetzt ran an den Knödelteig. Ich forme jetzt aus diesem Knödelteig etwa golfballgroße Knödel. Aber bevor ich die jetzt ganz, ja, ganz fein roll, die Oberfläche noch bearbeite, gebe ich da ein Stück Käse hinein und dann verschließen und nochmal sauber aufrollen. Gell? Ihr seht mich hier schon in Aktion beim Panieren. Zuerst in Mehl. Dann im Ei und zu guter Letzt in der Mischung aus Semmelbröseln und Parmesan. Das ist ja ein Doppelkäse, Inside-Outside-Käse. Inside-Outside, sehr gut, so kann man sagen, ja. Schaut's wunderbar. Einen habe ich noch, den mache ich fertig. Das Frittierfett ist übrigens schon vorgeheizt auf 150 bis 160 Grad. Ab damit ins heiße Fett. Da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. Wir versenken die erstmal und dann muss man sie ein bisschen vom Boden immer wieder lösen am Anfang. So vorsichtig, gell? Die nächsten. So 4, 5, je nach Topfgröße kann man da schon frittieren. Und das dauert um die 6 bis 8 Minuten, je nachdem, wie groß die sind und wie dunkel ihr sie haben wollt, wie gebräunt, ja? So, und dann bleibt da, Kameramann, bitte, weil hier auf dem Grill in der indirekten Hitze, da habe ich meinen Rahmspinat, den könnt ihr mit einem Schuss Sahne noch verfeinern. Ihr könntet auch vorher Zwiebeln anbraten, vielleicht sogar ein bisschen melieren, damit die Soße noch cremiger wird, aber das muss gar nicht unbedingt sein. Ich würze den Rahmspinat lediglich mit ein bisschen Muskat und Salz und Pfeffer. So, schaut's her, da haben wir die Spinatsoße ganz einfach vorbereitet. Die lasse ich jetzt noch weiter erhitzen und jetzt schauen wir uns einmal
die Käsebällchen an. Aha. Ja, da setzt nichts an. Wunderbar, schauen sie aus. Genauso langsam sollen sie dahin frittieren, damit innen der Käse schmilzt und außen ja, eine schöne Kruste entsteht. Und jetzt werde ich hier mal aufräumen, bereite alles vor zum Probieren. Die knusprigen Käseknödel sind gleich fertig. Ich habe mir jetzt heute eine Spinatsoße dazu gemacht. Das muss natürlich nicht sein. Ihr könnt auch jede andere Soße dazu genießen. Schreibt mir gerne eure Ideen unterhalb des Videos in die Kommentare. Und zu was würdet ihr die knusprigen Käseknödel als Beilage zum Beispiel servieren? Kameramann, ich könnte es mir sogar irgendwie zum Steak vorstellen. Was meinst du? Oder zum. Ich dachte vielleicht sogar mal mit einer Schwammerl, also Ja, mein Pilzsuppe Gott, Logo. probieren. Ich weiß nicht, ob es passt. Und den lieben Zuschauern fällt bestimmt noch mehr ein. Schreibt mir das gerne unterhalb des Videos in die Kommentare. Bin ich sehr gespannt. Und jetzt holen wir uns da mal einen Ich raus. glaube, da darf man jetzt ausstellen, Ja, oder? da stellen wir jetzt auch. Schaut euch mal das an. Gell? Wow. Vielleicht auf dem Küchenpapier ein bisschen abtropfen lassen. Oder gleich essen. Oder gleich. So, da legen wir nochmal hier drauf. Und dann holen wir uns noch ein bisschen Soße Nicht den dazu. Finger Ja, verbrennen. danke. So. Wunderbar. Hast du das Gas schon aus? Noch nicht. Moment, das mache ich gleich. So. Der schaut ja direkt raus hier, der. Der will raus. Na, der will raus. Ja. Schaut her, wie schön das ausschaut. Gell? Mit so wenig Aufwand. Ein Traum. So eine tolle Kombination, cremige Spinatsoße und dann dieser knusprige Käseknödel dazu. Der Oregano, der macht sich auch gut, finde ich. Da könnte man auch noch andere Kräuter verwenden. Schreibt mir da eure Ideen auch gerne unterhalb des Videos in die Kommentare. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr die knusprigen Käseknödel mal nachmacht. Lasst mich schmecken, wie, na, lasst mich wissen, wie sie euch geschmeckt haben. Ich schmecke bei euch dann immer rein. Ich weiß ja jetzt, wie sie schmecken und empfehle es euch nachzumachen. Ja. Danke fürs Zuschauen, den Kanal noch abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, die Glocke aktivieren, dann seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei, weil ihr dann informiert werdet, wenn wieder ein neues Video von mir rauskommt. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, eure Anja, macht's gut. So, Kameramann, jetzt geht's los, gell? Der verabschiedet sich hier. Oh ja, das ist zu lang drin, Gottes Willen.